Hallo allerseits, mal wieder zu einer neuen Folge 10 Minute Tech Talk. Wieder mal so ein bisschen Thema, was glaube ich oftmals untergeht, beziehungsweise was super oft auftaucht in irgendwelchen Begriffen oder wenn man was erklärt oder was sagt, wo sich viele glaube ich noch gar nicht so damit auseinandergesetzt haben, die noch nicht X-Lader ausgebaut haben oder sich ganz genau verdeutlicht haben, wie so ein Turbomotor überhaupt funktioniert. Nämlich unsere Ladedruckregeleinrichtung. Aus was besteht die eigentlich konkret? Wie reguliere ich den Ladedruck an so einem Ottomotor? Und zwar mache ich das, indem ich auf der Abgasseite entweder mein Gas auf die Turbine, auf unser Abgasrad leite und das somit antreibe oder irgendwie dieses Gas gar nicht erst auf die Turbine draufführe. Das heißt, wie mache ich das? Ich muss es bypassen. Dafür ist unser Wastegate da. Um das Wastegate soll es heute ein bisschen im Detail gehen. Natürlich auch alles andere, was zur Ansteuerung vom Wastegate und zur Ladedruckeinstellung gehört. So, dafür haben wir jetzt mal ein paar Lader hier liegen. Das sind jetzt K04064 von einem 2 Liter TFSI ER113 Motor. Wir haben einmal einen originalen und einmal einen TTE420 und dann noch einen Plattenlader zum mal die Innereien angucken, falls wir wollen. Ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal ganz kurz einen Überblick. Wir haben hier unseren Krümmer, ne, logischerweise mit Anschluss für die Zylinder. Die werden zusammengeführt und dann haben wir hier im Abgasgehäuse unsere Turbine sitzen. Das heißt, wenn wir hier unser Gas drüber jagen, dreht sich auf der anderen Seite der Verdichter und wir pumpen Luft in den Motor rein. So, und jetzt seht ihr hier diese Klappe. Und nochmal ein ausgebautes Abgasgehäuse da. So, die kann ich aufmachen. Und genau das ist mein Wastegate. Das ist hier der Wastegate Penny, der sogenannte. Und dieses ganze komplette Gebilde hier ist das Wastegate. Ja, Waste, Abfall, Gate, Tor, kann man sich so vorstellen. Wie mache ich das jetzt, dass ich das halt im Endeffekt aufstelle? Und auch nur so weit aufstelle, wie ich es gerade brauche. Ja? Also das ist jetzt nicht wie ein Schubumluftventil, das ich habe entweder zu oder komplett offen, sondern ich stelle das in einen gewissen Winkel ein und dann strömt eine gewisse Gasmasse über dieses Wastegate und ein anderer Teil über die Turbine drüber. Ganz lang hat man es eigentlich so gemacht, dass man entweder eine Unterdruck- oder eine Überdruckdose da dran hatte, die seht ihr hier, und dann ein Gestänge, was hier auf das Wastegate drauf geht. In dem Fall haben wir jetzt Überdruck, also haben wir die Steuerung mit Überdruck, mit Ladedruck. So, das heißt, der Aufbau von dieser Druckdose ist im Endeffekt so, ich habe in der Mitte eine Membran und habe zwei Kammern. Ich habe einmal die obere Kammer und einmal die untere Kamera, bis hierhin. Und in der unteren Kammer ist eine Feder drin. So, und diese Feder drückt also die Stange, die an der Membran befestigt ist, immer zu. Ja, das sieht man jetzt hier, wenn ich jetzt, ich gucke mal, ob ich es von Hand aufkriege. Ja doch, geht schon. So. So geht das Ganze auf, indem ich gegen die Feder drücke. Die Feder zieht es dann aber auch wieder zu. So, was kann ich jetzt alternativ machen, statt mit der Hand da dran zu ziehen? Ich gebe Druck auf die obere Kammer drauf. Dadurch stellt sich hier mein Wastegate auf. Was vielleicht jetzt direkt auffällt und was wir gleich auch sehen werden beim Testen, die originale Druckdose, ne, sieht man so ein geschlossenes, verpresstes Bauteil. Und die TTE-Dose hat hier diese doppelten Laserteile dran, die miteinander verschraubt sind. Das liegt einfach daran, dass diese Dose geöffnet wurde und modifiziert wurde. Und wir gucken uns jetzt mal an, in welcher Richtung. Ich glaube, wir nehmen zuerst den originalen Lader. Also ich schließe jetzt hier Druck an, habe meinen Druckverlusttester, mit dem kann ich wunderbar schön fein den Druck regulieren, den ich aufs Wastegate draufgebe oder auf die Druckdose besser gesagt. Schließe das an den Kompressor an. Jetzt siehst du ja, wir haben hier 0 Bar anliegen und ich drehe jetzt dann mal langsam zu. Dann müsste der Druck hochgehen, dauert ein bisschen. Und irgendwann ist dieser Druck also so hoch in der oberen Kammer, die ist ja gasdicht abgeschlossen durch diese Membran, dass ich meine Federkraft überwinde und das Wastegate geht auf. 0,5, 0,6 und jetzt siehst du, wie es langsam anfängt. Dieser Punkt, wann das Gestänge sich das allererste Mal bewegt, nennen die Amis Cracking Pressure, also Wastegate Cracking Pressure, wann sich das wirklich anfängt zu bewegen. Und jetzt siehst du jetzt unser Wastegate Penny schon lose. Wenn ich jetzt den Druck wieder runternehme, zack, schließt, sondern ist er wieder fest. So, das heißt also, dadurch, dass ich diesen Mechanismus aus der Feder habe, kann ich nicht nur auf und zu machen, also schwarz-weiß auf und zu machen, sondern einen gewissen Öffnungswinkel einstellen. Das ist also genau das, was das Steuergerät machen muss. Wir gucken jetzt mal hier ganz kurz, was der originale Lader an Cracking Pressure hat. Jetzt so 0,3 Bar ungefähr. Da fängt er also wirklich an, dass sich irgendwas bewegt. So, jetzt die TTE-Variante. So, jetzt haben wir 0,2.
So, jetzt sind wir ungefähr auf dem Niveau, wo der Originallader schon angefangen hat aufzugehen. Da ist hier noch gar nichts. Ja? Da tut sich noch 0,0. So, jetzt sind wir bei 0,7. Jetzt ist er locker. Also wir haben übers Doppelte von dem Druck vom originalen Lader, bis überhaupt sich mal irgendwas bewegt. Jetzt können wir mal noch gucken, wann das Ganze komplett offen steht. Das war jetzt ein Bar. Und dann kriege ich gerade so die Fingerspitze dazwischen. Und jetzt sieht man auch richtig, wie das Ding Bewegung macht. Jetzt sind wir bei 1,5. Jetzt steht es eigentlich so offen, dass es, da geht nicht mehr viel mehr. Ne? Ja, das ist Anschlag. So, bei 1,5 Bar Ladedruck, das habe ich schon zu viel verraten, bei 1,5 Bar in der oberen Hälfte von der Druckdose steht unser Wastegate hier komplett offen. Wie mache ich das jetzt seitens Motorsteuergerät, dass ich da einen gewissen Druck einstelle? Und da kommt das berühmte N75 zum Einsatz, also unser Ladedruckregelventil. Schaut so aus. Im Endeffekt ist es nur, in Anführungszeichen, Drei-Wege-Ventil. Das heißt also, ich leite von hier meinen Überdruck ein. Und dann entscheide ich im Ventil, möchte ich den in diese Leitung schicken oder möchte ich ihn in diese Leitung schicken. Die Leitung hier hängt an unserer Druckdose, die Leitung an der Ansaugung. Heißt also, solange ich hier den Pfad nach hier offen habe, passiert genau das. Sobald ich einen Ladedruck habe, der über 0,7 bar geht, leite ich den Druck da drauf und mein Wastegate fängt dann aufzumachen und leitet den Massenstrom an der Turbine vorbei. Das heißt, so stellt sich dann ein gewisser Ladedruck ein. Wenn ich jetzt hergehe und das Ganze komplett dran vorbeileite, weiß meine Druckdose im Endeffekt nicht, welcher Ladedruck aktuell anliegt. Das heißt, dieses Wastegate bleibt weiterhin zu und der Lader gibt im Endeffekt alles, was irgendwie geht. Das ist auch der Grund, warum wir hier diese stärkere Feder drin haben. Wenn ich also jetzt wirklich da hingehe und ich fahre viel höhere Ladedruckniveaus als in der Serie, fahre ich logischerweise auch höhere Drücke im Krümmer als in der Serie, dann kann es mir einfach passieren, dass dieses Wastegate, das hat ja eine Fläche und da wirkt ein Druck drauf, das heißt, es kann mir auch durchaus passieren, dass es aufgedrückt wird und dass das Gas dann entweicht und entsprechend kann ich irgendwann nicht mehr Ladedruck fahren. Ja, das ist der Grund, warum die geöffnet wird und eine härtere Feder eingesetzt wird. Zum einen das und das andere ist, das kann sich jetzt auch jeder vorstellen, wir haben hier noch eine Regeleinrichtung in Form von einem Gewinde. So, da sieht man also, diese Stange ist mit zwei Muttern hier drauf fixiert. Was ich jetzt machen kann, ist, die Stange weiter durchzuschrauben. Dadurch wird meine Feder in der unteren Kammer komprimiert und meine Federkraft steigt. Das heißt, ich kann dann auch wieder logischerweise einen höheren Grundladedruck fahren und einen höheren Maximalladedruck fahren. Aber dadurch, dass ich meine Feder zusammendrücke, irgendwann geht die ja auf Block. Das heißt, ich habe da nicht mehr so viel Öffnungswinkel. Das heißt, wenn ich eine zu weiche Feder einfach nur durchs Zudrehen vorspanne, geht mein Wastegate nachher vielleicht nur noch einen gewissen Winkel auf. Und bei niedrigen Drehzahlen reicht es vielleicht auch, um an meine Abgasmasse dran vorbeizuleiten und den Ladedruck einzustellen. Und irgendwann, wenn mein Motor richtig viel Luft produziert, bei hohen Drehzahlen, schaffe ich es dann gar nicht mehr, sämtliche Abgasmasse, die ich eigentlich an der Turbine vorbeileiten will, auch wirklich dran vorbeizubringen. Und dann geht die mir zwangsläufig über die Turbine und erzeugt Ladedruck auf der anderen Seite. Das ist also ein sogenannter Boost Creep, nennt man das. Wenn ich wirklich bei hohen Drehzahlen irgendwie nicht mehr unter einen gewissen Ladedruck drunter komme und das also so eine ansteigende Form ist mit der Drehzahl zusammen. So, jetzt haben wir also hier dieses in Anführungszeichen dumme Ladedruck-Regelventil, was einfach nur schwarz-weiß zwischen Druck auf die Druckdose, der ja von hier kommt, oder halt einfach zurückleiten in die Ansaugung umschalten kann. Jetzt schaltet es einfach mit einer sehr hohen Frequenz und dann kann ich beeinflussen, wie viel Druck ich in der Druckdose anliegen habe, indem ich ihm sage, okay, sagen wir mal, ein Zyklus von dieser Umschaltung ist eine Millisekunde. Dann sage ich ihm meinetwegen, 20% von dieser einen Millisekunde machst du die Leitung auf und 80% von dieser Millisekunde machst du die Leitung auf. So, jetzt muss man umgekehrt denken. Wenn ich 80% der Zeit diese Leitung aufmache, gebe ich 80% der Zeit Druck auf die Druckdose drauf. Das heißt, mein Wastegate wird tendenziell relativ weit offen stehen. Und jetzt kommen wir quasi dazu, worüber wir immer sprechen, wenn wir von der Wastegate-Antaktung oder N75-Antaktung sprechen oder Ladeauslastung. Das ist genau diese Zeit. Das ist nämlich die Definition von einem PWM-Signal, von einem pulsweiten modulierten Signal. Dieses, ich habe einen festen Zeitwert und den splitte ich mir auf. Wie teile ich dieses Ventil also auf? Wann geht was wohin? Und wenn ich jetzt also 0% Antaktung mache, dann habe ich so wenig Druck wie irgend möglich an der Geschichte, nämlich den Grundladedruck. Bedeutet im Umkehrschluss, ich leite allen Druck
auf die Druckdose, damit sie so früh wie möglich das Wastegate aufmacht. Mache ich 90 bzw. 100% Antaktung, leite ich mir den ganzen Druck daneben. Also ich lege die Leitung tot. Das ist so, wie wenn ich eine Klemme hinmache. Meine Druckdose kriegt nichts von meinem Ladedruck mit und das Wastegate bleibt im Optimalfall einfach geschlossen. Ja, einfach, oder? So, also das Ganze geht natürlich auch mit dem Unterdruck. Dann muss ich allerdings den Hebel auf die andere Seite machen. Nee, muss ich nicht. Kann auch an der oberen Kammer anschließen und dran ziehen. Das aber nur zur Vollständigkeit. Und ich würde sagen, den elektrischen Steller, der jetzt mittlerweile Einzug gehalten hat, den besprechen wir dann im nächsten Mal. So, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls nein, schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Erklärbär-Video. Ciao!